Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Wir sind im letzten Part an dieser Stelle stehen geblieben und ihr seht es, ich habe unser neues und letztes Teammitglied mit eingefügt und das Picolente. Und ja, wir haben Maria City so gut wie komplett fertig erkundet. Ich würde sagen, wir machen das, was ich auch privat immer machen würde. Wir schauen uns heute noch nicht die Arena an, weil unsere Pokémon ehrlich gesagt dafür noch nicht dem Ganzen noch nicht gewachsen sind, weil Alter, die Level, das ist der letzte Dreck. Wir müssen auf jeden Fall trainieren, vor allem Picolente. Haben wir dem den EP-Teiler gegeben? Ja. By the way, direkt schon mal am Anfang, es kann sein, dass ich mich im Video noch ab und zu mal mute, räuspere, huste, bla bla. Ich habe gemerkt, ich bin zur Winterzeit sehr kränklich. Immer. Immer. Generell. Selbst wenn ich jetzt wieder halbwegs auf dem Damm bin. Das ist so eine Sache. Okay, aber wir schauen uns hier mal oben noch ein bisschen das Haus an. Wir wurden ja schon von dem einen Plasma-Typi darauf hingewiesen, dass wir uns das hier mal ansehen sollten. Weißer Rubius, das ist der Trainer, von dem ich erzählt habe. Hier, schau mal hier drüben. Oh, du interessierst dich also für Team Plasma? Ja, war sehr aktiv, ne? Ihr hättet fast ganz Einheit zerstört, aber ja, natürlich. Wenn du dir anhörst, was wir zu sagen haben, wirst du uns vielleicht verstehen. Werter Gast, es tut mir leid, aber bevor ich dich ins Haus lasse, möchte ich sehen, was du für ein Trainer bist. Bist du mit deinem Pokémon mit deinem Pokémon-Kampf einverstanden? Ja, gerne. Absolut. Ich habe mich geheilt, ne? Ich weiß, by the way, gar nicht, wo wir im letzten Part stehen geblieben sind. Das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder ein Monat her. Aber es geht weiter mit diesem Kanal. Das Projekt wird ewig gehen. Okay, Sandama haben wir vorne. Ja, ich glaube, das mussten wir ein bisschen trainieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr seht es, weil wir sind tatsächlich levelmäßig. Wir haben natürlich ein volles Team, was uns unterscheidet von allen anderen Trainern, aber levelmäßig sind wir sehr unterlegen. Zermalklau. Oder wir sind gerade mal so. Ach du Scheiße, wie die anderen. Na gut, er boostet sich, da verpisse ich mich. By the way, ich hoffe, mit dem Sound alles stimmt wieder. Es ist jedes Mal eine Glücksaufnahme hier mit dem DS. Ich habe mir, by the way, nebenbei noch am Ladekabel. Weil ich den natürlich auch seit einem Monat halt nicht mehr benutzt habe. Nice. Naja, nicht so nice. Nicht so nice. So, töte ihn. Das war's. Okay. Ja, dann wir schauen uns heute mal die nächste Route an, kann ich schon mal sagen. Weil das habe ich immer immer privat so gemacht bei meinem Durchspielen. Fang bei Pokémon Schwarz und Weiß 2. Ich habe mir immer die nächste Route angesehen und habe dann erst eine Arena-Leiter gemacht, wenn man quasi schon overlevelt war. Wasserring. Das bringt nichts, weil Picolente, wenn das von einer Elektro-, Eis- oder sonst was Attacke getroffen wird, wird das eh so wie immer verrecken. Sprich, Wasserring so auf Zeit spielen bringt nichts. Flitiamo, ja, da müssen wir raus. Wir haben halt nichts gegen Flug, ne? Das wird uns noch schwer auf die Füße fallen. Wir haben halt. Gut, wir sind sehr anfällig gegen Feuer. Molimorba. Unsere Hilfe, wenn alles schief läuft. Ah, scheiße, das Ding ist ja Psycho. Oh, goddammit. Was haben wir? Nicht gut, nicht gut. Ich muss wieder wach werden. Schlappohr? Wahrscheinlich macht er Konfusstrahl oder irgend so ein Mist. Ah, dieser Rubius, der ist nicht schwach. Der ist nicht schwach. Windschnitt. Okay. Ja, ich würde mal sagen Rückkehr, weil, nein! Oh, du elender Wichser! Ja. Nee, weil, Schlappbaum müsste sich ja mittlerweile sehr gut mit uns verstehen. Somit. Ich vertraue darauf, dass du nochmal triffst. Somit musste Rückkehr mittlerweile sehr viel abziehen. Ah. Komm. Komm. Nein, nein! Ich
zieh das durch. Ich zieh das. Danke. Ich würde sagen, ich hätte dich sterben lassen. Okay. Ja, die B, die sind natürlich wieder lächerlich, aber nur Picolente muss ich ein bisschen hochleveln. Aber ich weiß gar nicht, ob sich irgendeines unserer Pokémon durch einen Stein entwickelt oder durch Level. Vergib mir, dass ich so getan habe, als würde ich dich testen. Du hast mich getestet. Als ehemaliger Mitglied von Team Plasma müssen wir eben vorsichtig sein. Ah, shit, der Typ ist mir entwischt, Alter. Und wer ist das? Ein Freund von dir. Ja, dann kann man ruhig mitkommen. Okay. Oh ja, geiler Moment im Spiel. Ich stelle mich noch einmal vor. Mein Name ist Rubius. Ey, ihr gehört doch auch zu dem Plasma, oder? Was unterscheidet euch von dem Übeltäter von vorhin? Wir gehörten mal zu dem Plasma. Digga, hast du uns nicht zugehört? Und um unsere Taten von vor 2 Jahren wieder gut zu machen, kümmern wir uns um die Pokémon, die von ihren Besitzern getrennt wurden. Und wer bist du? Ich bin Bernie aus Aventura City. Ich bin der beklagenswerte Trainer, da ich von Team Plasma vor 5 Jahren nicht aufhalten konnte, als ihr das geliebte Pokémon seiner kleinen Schwester gestohlen habt. Und was soll das heißen, die von ihren Besitzern getrennt wurden? Ihr seid doch diejenigen, die sie geraubt haben. Ach so, ich verstehe, es tut mir aufrichtig leid. Das ist eine lausige Entschuldigung, ist das alles? Und du denkst, damit ist es getan. Was ist mit dem Pokémon meiner Schwester? Wo ist das? Wo ist das für Lilio? Wo? Das Pokémon, von dem du sprichst, ist nicht hier. Ich vermute, Team Plasma benutzt es immer noch für seine eigenen Zwecke. Alter, fucking Felido, das könnt ihr auf der ersten Route fangen. Und es ist, wie du sagst, ein läppisches Entschuldigung macht die Sache nicht besser. Aber seine Schuld einzugestehen und sich zu entschuldigen, ist der erste Schritt zur Besserung. Ja, das stimmt tatsächlich. Ach, lass es einfach. Was nützt mir deine Entschuldigung, wenn das Puppen meiner Schwester nicht hier ist? Wir merken halt seinen Charakter, also der Charakter von unserem Rivalen, der ist halt nur durch Hass so geformt, halt nur durch das, was damals halt passiert ist. Nee, der ist halt, der rennt halt jedem, wo er denkt, er könnte da irgendwie, also jedem dem Plasmatypen hinterher, ist halt absolut asozial zu denen, weil der da halt damals selber noch ein Kind war, er hat es nicht anders mitgekriegt von denen. Für ihn ist halt Team Plasma so das absolute Böse. Also ich kann ihn tatsächlich sehr verstehen. Obwohl seine Herangehensweise und seine plumpe Art natürlich, ne? Das ist seine Stärke, sagen wir es so. Ey Mono, ich gehe zur Pokémon Arena. Ich werde noch stärker und dann werde ich jedes einzelne Mitglied von Team Plasma fertig machen. Wegen Team Plasma gibt es solche Leute wie ihn. Ich hab jetzt explizit Leute gesagt, ne? So. Das betrübt mich immer wieder. Was waren wir doch nur für Narren. Wie du siehst, kann ich dir nichts zum Dank anbieten, Mono. Vielmehr möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du dich bitte um dieses Pokémon und das kleine Zoroark kümmern? Ja, sure. Oh, vielen Dank. Nanu, du kannst ja kein weiteres Pokémon mit dir mitnehmen, so wie es aussieht. Ich hatte tatsächlich vor, Zoroark mit ins Team zu nehmen, aber ich habe da mal geguckt. Wir wollen ja hier ein kleines bisschen Variation reinbringen. Und tatsächlich hatten das damals viele mit in ihrem Team, wurde das erste Mal das Let's Play gemacht wurde oder auch später. Es ist ein ultra gutes Pokémon, schönes Unlichtvieh. Das wird uns sehr, sehr, sehr helfen im Team. Ist ein richtig geiler physischer Angreifer. Aber ich denke, ich bin mit meinem Team sehr gut, weil ich sag mal so, Schlappohr haben wenig Leute irgendwie im Team gehabt. Marakamba, Rollum sowieso nicht. Und halt unser Sandama, Molimurba momentan, Picolente, ja. Aber das sind halt die gebräuchlichsten und das sind die ich auch im Team brauche. Also ich bin schon sehr zufrieden. Hier, Voltula wollte ich auch mit ins Team nehmen. Gegen Sandama. Aber dann hätten wir 2 Käfer-Pokémon. Ich warte auf Meister N's Rückkehr. Meister N kann mit Pokémon sprechen. Wenn er wieder da ist, können wir herausfinden, was die Pokémon hier sich wünschen. Der wird nie wiederkommen. Das klingt sehr traurig, aber der wird nie wiederkommen. Wir kümmern uns um die Pokémon, deren frühere Besitzer wir nicht ausfindig machen können. Ich weiß, dass wir das nur zum unseren Willen tun, aber so können wir wenigstens ein bisschen von dem wieder gut machen, was wir angerichtet haben. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft dagegen schon. Deswegen habe ich mein Outfit geändert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zugenommen habe. Nee, überhaupt nicht. Dieses Nagelholz hat mich ins Herz geschlossen. Deswegen werde ich es auch wie einen Freund behandeln und nicht wie ein Werkzeug. Oh, geil. Ich kann es jetzt schon mal spoilern, wenn wir das Spiel irgendwann auch spielen.
in Pokémon Schwarz und Weiß, also im ersten Teil gibt es Spoiler-Gebiet, es gibt 20 Sekunden nach vorne, gibt es in Enns Schloss eine Trainerin oder einen Trainer, ich weiß nicht, ich glaube eine Trainerin, die genau dasselbe sagt. Dieses Pokémon hat mich ins Herz geschlossen, aber wieso nur? Für mich ist es nur ein Werkzeug. Und das ist jetzt anscheinend dieselbe, die sagt, hey, es hat mich ins Herz geschlossen, ich werde mich um es kümmern. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, die stand sogar an derselben Stelle vom Raum. Team Plasma ist eine Organisation, die von einem Mann namens Getsis gegründet wurde, um die Herrschaft über die eine Region zu erlangen. Zu diesem Zweck hat er einen Jugendlichen namens N unter seine Fittiche genommen. N war ein sehr sonderbarer Junge, den man das Pokémon-Kind nannte. Oh ja, das sind die zwei, die N aufgezogen haben. Ja, ja. N war eine Weise. Das heißt, dass er gleich nach seiner Geburt ein Verhalten gezeigt hat, das nahelegte, dass er mit Pokémon sprechen kann. Deswegen war er den meisten Leuten unheimlich. Getsis soll ihn aufgelesen haben, als N zusammen mit Flumpywan und Zora im Wald lebte. Wir sind ebenfalls Waisen, die Getsis aufgenommen hat, damit wir uns um N kümmern. Ja, aber er hat es halt immer mit einem Hintergedanken gemacht, der Getsis. Da kannst du seine Taten noch so sehr verteidigen. Wir leben ein paar ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Ich mache mir Sorgen, dass sie wieder was Böses anstellen könnten. Ja, begründet. Also, die Sorge ist begründet, ne? So, Route 6. Hier könnt ihr euch ein paar geile Pokémon für die bevorstehende Arena fangen. Vielleicht sehen wir jetzt noch direkt eins. Ja, Sesokets. In der Wieso in der Frühlingsform? Ja, ich merke, mein DS hat auch nicht gerade die richtige Uhrzeit, alles klar. Ja, also da sind wir jetzt mit unserem Sandama nicht sehr gut aufgestellt, aber wir machen mal Zornklinge. Also ihr könnt euch hier schön Pflanzen-Pokémon fangen, ich glaube sogar ein paar Wasser und in der Nähe sogar Drachen-Pokémon. Hatte ich auch für das Team überlegt, aber nee. Ach, das ist ja ein Witz. Nee. Das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir nicht an. Sandama raus und ein anderes Pokémon nach vorne. Schlapper braucht auch ein paar Level. Also das ist echt schwer hier zu handhalten. Man, wenn man das gewöhnt ist von den heutigen Pokémon-Games, dass jedes Mal eins deiner Pokémon irgendwie EP bekommt. Und jetzt musst du so mit einem haushalten. Das ist echt scheiße. Ich hätte mir ein bisschen Heilung holen sollen. So. Auf der Route haben wir eine Züchterin wieder. Das wechselt sich ja jedes Mal auf jeder Route ab. Okay. Der beste Weg, seine Pokémon stärker zu machen, ist, sie zu trainieren. Das stimmt. Dann würde ich sagen, machen wir uns im nächsten Part dann auf die Arena. Oh, okay, ein Kikuchula. Ja, das hätten wir tatsächlich auch mit unserem Sadama killen können. So. Sprungkick. Dann machen wir uns im nächsten Part in die Arena. Das wird eine sehr interessante Arena. Tatsächlich auch mein Lieblings-Arena-Leiter im ganzen Game. Mit der, aus meiner Sicht, schönsten Arena oder geilsten Arena. So, Sesokids. Und das müssten wir tatsächlich dann auch relativ schnell durch haben. Dann kommt wieder so ein gescripteter Part im Spiel, den ich nicht so geil finde, aber ich will nicht zu viel voraussagen. Immer mal Rückkehr, zack. Oh, das kann's auch. Das wird wehtun. Ja, unser Team ist halt einfach nicht auf Liga-Niveau. Das kannst du vergessen. Wir sind einfach nicht für die Liga gemacht. Du eignest dich hervorragend zum Trainieren. Du bist wirklich ziemlich krass. Danke. Oh. Ey, mehrere? Mehrere Pokémon? Nein, oh doch. Okay, das auf jeden Fall besiegen. So bekommen wir richtig viel EP. Das ist ja halt immer noch unsere Trainingstaktik. Schön Ordoch farmen. Au. Au. Man sollte meinen, die Sounds haben sie. Für die Sounds haben sie wirklich mal ins Gesicht geklatscht. Ah! Oh, scheiße.
Dass das in diesem Moment fehlschlagen musste. Na klar. Ich heule. Das gibt's nicht. So, wenn du Sandama jetzt bitte nicht killst. Ja, das war's. Wir haben nicht mal einen Beleber, Alter. Wir müssen auf jeden Fall gleich zurück. Geländerrecht 25. Okay, 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 okay. Pülapü. Erst einmal zurück in die Stadt. Bitte keinen Encounter. Danke. Und jetzt erstmal massig Items holen. Ich habe, by the way, noch nicht die Eingangspassage weiter nach vorne gebracht, weil keine Zeit und ich spiele nebenbei nicht. Ich zeige euch nämlich das meiste im Spiel hier ja tatsächlich on-screen. So. Perfekt. Obwohl, dass sich auf dem Hauptkanal gerade extrem viel abgeht. Ich nehme es mir einen Tag oder zwei Tage nach, ich glaube zwei Tage, ja, nach dem Rule of Rose raus, nach der Horror Games Empfehlung. Und meine Fresse, Alter, das grottig scheiß aufgenommenes Gameplay so abgeht, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Also, ultra, ultra, vielen, vielen, vielen Dank. Überrascht, das müssen wir auf jeden Fall jemandem geben. Weil das hat jetzt irgendwie 460 Aufrufe bekommen und dann ist es, dann hat halt dieser Schwung an Views gestoppt und es bricht es sich langsam nach oben, aber meine Güte, das ist instant ultra krass geworden. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute tatsächlich nach dem Spiel suchen, weil es ist ja für mich ein Spiel gewesen, was untergegangen ist. Oh man. Und by the way, ich werde wahrscheinlich auf dem Kanal demnächst, ich werde das Spiel bringen, was ich auf dem Cover damals gezeigt habe, wo ich gesagt habe, dass wir mehr Indie-Spiele machen. Ja, ich sag's, wir werden Blast Blue spielen. Ich muss mich dann noch ein bisschen reinfinden. Das ist ein geiles Kampfgame, was ich vor irgendwie so zwei, drei Monaten angefangen habe. Und wir werden es für die Xbox 360 spielen. Ich glaube sogar, ja, das erste Game. Und es wird ultra nice. So, wir haben es genug Shit und wir ready sein sollten. Und ich habe das Problem, dass ich in dem Spiel bei Xbox 360, Alter, meine Fresse, ich habe dasselbe Spiel auch noch für die PSP und dann habe ich es geschafft, ohne Schnuthelm keine Specials aktivieren kann. Ich krieg's da nicht hin, irgendwie die Special Attacks zu machen, aber ich habe schon einen Main Char gefunden, den ich sehr, sehr cool finde, mit dem ich die ganze Zeit spiele. Diejenigen, die das Spiel kennen, meine Fresse, werden sich wahrscheinlich schon denken können, welchen Char ich cool finde. Raus, 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 raus. Danke. Und hier ist noch eine versteckte Lichtung. Und ja, das werden wir demnächst mal bringen. Ich weiß nicht, ob ich es als Let's Play mache. Wir haben ja generell noch viel offen. Und es wird demnächst auch wahrscheinlich weitergehen mit... Oh, dieses Wix-Ding. Okay, hier ist das nervigste Pokémon im Spiel. Tarnpignon. Also das ist wirklich das nervigste Pokémon im Spiel. Allein durch diese Sporenscheiße und die Nachentwicklung ist auch krass. Okay, Rückkehr. Also wenn ihr ein extrem gutes Pflanzen-Pokémon braucht, by the way, das hier ist eins mit einer versteckten Fähigkeit, weil wir es auf einer Lichtung gefunden haben. Aber ich weiß, und es hat ein extrem hohes Level. Wir töten es. Ich will die EP. Aber hier, wenn ihr das Ding findet, trainiert es. Oh, das ist ja läppisch, die EP. Da hätte ich es lieber gefangen. Ja, es ist wahrscheinlich auch ultra selten, dass wir gerade eins gefunden haben. Und ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall für die bevorstehende Arena. Ich empfehle es euch. Okay. Hi. Ah, Sabine. Hallo? Ist da Mono? Ach,
Das ist also der Musikrichtung, was? Ja, Elektro. Elektro und Indie, das ist nicht schlecht. Ja, das ist echt nicht schlecht, Mono. Musik zaubert einem einfach immer ein Lächeln aufs Gesicht. Hab ich recht? Hm, stimmt. Ja. Oder ruft mich gerade ein Kollege. Ich muss wieder an die Arbeit. Lass es ein andermal weiter plaudern. 30 Sekunden. Nicht mal. Hi. Es regnet, die Erde wird nass. Die Pokémon kämpfen nur so zum Spaß. Ach, ich dachte, die hat jetzt hier das deutsche Lied mit reinbekommen. Es regnet, die Erde wird nass. Ich weiß, by the way, nicht, wie es weitergeht. Fomeo. Ich weiß nicht, kannst du das hier auffangen? Ich hoffe. Ich glaube, das kann man hier auf der Route auch fangen. Ist ein geiles Pokémon, was je nach Wetterlage oder je nach Wetterphänomen seine Form ändert. Ist aber dafür, glaube ich, nicht sehr stark, weil es, glaube ich, sehr viele gleiche oder sehr viele neutrale Werte hat. Jetzt werdet ihr jetzt gleich sehen, was ich meine. Ja, Prognose. Und deswegen, ich glaube, das hatte auch so eine speziell eigene Attacke vor Meo. Damit es sich dann halt je nach dem Typ, das es dann angenommen hat, auch seine Attacken ändert. Je nach Feuer, Eis, Wasser. Flug hat es, glaube ich, auch noch. Okay, eine vernichtende Niederlage fängt nach einer traurigen Melodie. Oh. So, haben wir noch was fürs Itemradar? Ah ja, aber da kommen wir nicht hin. Zack. Ich habe als Hausaufgabe aufbekommen, die EP-Punkte der Pokémon zu studieren. Aber das wird nervig, das kann ich dir sagen. Und wir werden demnächst auch weitermachen mit dem normalen, also mit was normal, mit dem neuen Pokémon-Spiel, also Pokémon Violett. Das habe ich. Der Grund, das kann ich jetzt mal ansprechen, warum wir es jetzt erstmal nicht weitergespielt haben, ist, ich habe es ausgeliehen an den Kumpel, der sich überlegt hat, das Spiel zu holen, weil er wie ich großer Pokémon-Fan ist. Und da habe ich gesagt, ja, weil es halt auch große Kontroversen um das Spiel gab und ich persönlich mit dem Game nicht zufrieden bin. Ich sage, es ist nicht gut. Bin ich ehrlich. Weil man hat bei YouTube und sonst so natürlich Ausschnitte, Clips etc. pp. Schon gesehen. habe ich gesagt, hier guckst du dir wenigstens mal an. Und aus dem Angucken wurde dann so, ja, ey, kann ich das behalten? Ich würde das mal durchspielen. Es ist natürlich die Folge, dass es sich nicht geholt hat. Weil es halt quasi schon durchgespielt hat. Aber er fand es nicht schlecht. Und ich habe es jetzt endlich wiederbekommen vor ein, zwei Tagen. Sprich, wir können dann demnächst auch mal weitermachen. Das ist auch meine Empfehlung, ehe ihr euch immer wieder Spiele holt und dann mit denen nicht zufrieden seid und die ihr zurückgibt nach zwei, drei Tagen. Tauscht ihn ein bisschen rum. So könnt ihr, by the way, auch Game Freak ein bisschen ärgern, wenn ihr nicht auf Pokémon verzichten wollt. Habt einen Kumpel, der das Spiel durchgespielt hat und nicht mehr braucht oder so, wartet dann halt einen Monat und dann fragt mal, ob ihr es euch ausleihen könnt. Dann könnt ihr es durchspielen. Habt ihr es halt nicht im Regal stehen, aber ihr habt es gespielt. Und ihr habt keinen Cent ausgegeben. So. Es boostet sich bis ins Unermessliche. Dieses elende Drecksteil. Das ist halt viel zu schwach. Also. Ich glaube, später wird es zu Cavalanzas oder wie es heißt. Also ein sehr, sehr heftiges Pokémon. Ich habe, glaube ich, auch mal Lauro trainiert, glaube ich. Und es ist nicht schlecht, aber. Ich würde es jetzt nicht trainieren. So, Elixier. Fresse. Oh. Follikorn. Ja. Sind wir entkommen, sind wir raus, zack. Haben wir heute tatsächlich im Part also nicht so viel geschafft, weil ich weiß, was wir gleich noch uns angucken werden. Was hat Pikulente? Was hast du für Attacken? Das erhöhte Inhalt, gesenkte Verteidigung. Das interessiert mich ein Scheiß. Sag das doch! Ach du Scheiße. Angriff, Spezialangriff, ja, das ist. Ja. Ja. Probieren wir es mal, ne? Könnt ihr sicher denken, dass das hier kein Item ist? So, wieder ein Taunting, ja. Alter, dieses Level.
Okay, Aeros. Ja, finde, das sollten wir aushalten. Solange wir nicht mit dieser scheiß Spurenscheiß in Berührung kommen, dass uns das gibt, sollten wir es erledigen. By the way, ich fahre morgen, kann ich jetzt schon mal sagen, mal nach Halle. Je nachdem, wann das Video rauskommt, wird es für euch eine aktuelle Info sein. mal nach Halle und ich habe mir da tatsächlich ein paar Läden rausgesucht, den da ansässigen GameStop. Ich empfehle nicht, zu GameStop zu gehen. Die Preispolitik ist unermesslich. By the way, ich habe eine Kundenkarte. Logik AF. Oh, vergiftet, du elender Wichser. Zwei An- und Verkaufs abzuchecken. Wenn ihr einfach Halle A&V eingibt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, welche ich meine. Nee. Was? Oh, nicht schlecht. Vergiftung, ja, danke. Und mal gucken, was ich da stehe. Ich werde es weder auf den Community-Post reinstellen, weil ich habe tatsächlich in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr geile Horror-Games in der Sammlung mit dazu gekriegt. Nicht nur Rule of Rose, das hatte ich ja schon länger, sondern halt auch richtig coole Games. So, das schauen wir uns später an. Nicht jetzt. Weil jetzt kriegen wir noch nicht die Infos zu dem Place. Als Wissenschaftler gehört es zu meinen Aufgaben, zu überprüfen, ob sich meine Theorien in der Praxis bewahrheiten. Oh weh, du hast einen Elektro-Pokémon, dann hau ich dir in die Fresse. Forscher Drain, er hat einen Sesokitz, okay. Ja, also levelmäßig sind wir halt voll drauf. Wir haben viele Pokémon, das ist unser Vorteil, aber wir sind teilweise underleveled. Okay. Obwohl, wir sind Flug. Was juckt uns das? Da werde ich dann mal in Community-Post so ein bisschen reinstellen, was ich mir da morgen hole. Ich habe so ein paar Sachen auf Plan, die ganz cool wären, aber ihr wisst, bei so An- und Verkaufs ist es immer so die Sache, man muss einen Rischen kennen, um die Rischen Preise sich da und alles. Ist immer so ein bisschen kompliziert. So, Supertrank hier und mit der Picolinte. Hat tatsächlich relativ viele EP für sein Level. Also hier mehr als Mulimurbo oder so. Unser Rollum braucht, glaube ich, auch nur noch ein Level, um sich zu entwickeln. Hä? Das trägt nicht mein Item. Das geht. So. H2 Absorber und Trockenheit. Pokémon mit diesen Fähigkeiten lieben Attacken von Typ Wasser und Regen. Mit solchen Pokémon-Fähigkeiten kennt sich der Arena-Leiter von Aventura City total gut aus. Ach, du kennst den? Dann kannst du ja mit dem Visucaster anrufen und fragen. Der Mondstein, ja. Perfekt eigentlich für das Pokémon Aquana. Halt mit H2 Absorber kriegt es, glaube ich, standardmäßig. Und dann ist es halt absolut immun gegen Wasserattacken. Also wirklich so gut wie komplett. Und steigen dann jedes Mal die Werte. Nee, du heilst dich. Stimmt, hat sie gesagt, dann wird man geheilt und das ist halt absolut awesome. Was hast du? Ich werde die Beziehung zwischen Trainer und Pokémon ergründen. Aha. Ja, Aquana war tatsächlich auch mein Pick wieder. Das ist ja quasi mein Standard-Wasser-Pokémon, weil ich denke, Aquana ist eines der besten Wasser-Pokémon, die es überhaupt gibt. Das kannst du aus meiner Sicht mit Melodik aufnehmen. Was die KP, die ganze Stärke und die Attackenvielfalt angeht. Und Aquana ist wesentlich leichter zu kriegen. Deswegen wäre es eigentlich mein Pick für dieses Let's Play geworden, aber dann habe ich mich halt umgucken müssen. Ja, wir brauchen halt einen Flug-Pokémon, wir brauchen noch ein Wasser-Pokémon. Nehmen wir die Kombi aus beiden. Und dann ist es Picolente geworden. Ach du Scheiße. Ich habe ja zwischendrin ab und zu so ein paar Soundbugs. Ich weiß nicht, ob es an den Kopfhörern liegt oder an mir. Ich hoffe, bei euch ist es gut im Video. Ja,
Cups. Ja, wir bleiben drin. Wasserkäfer können wir vertragen. Also du kannst ja sehr viele Wasserpflanzen und Käferpokémon auf der Route fangen. Das ist sehr vorteilhaft. Aber die erstmal zu trainieren ist natürlich die Hölle. So, zack. Das Luftschnitt ist die Frage. Ist das wahrscheinlich auch wieder physisch, ne? Nee, speziell. Ja. Fuck auf Aeroas. Oder? Ne, du kannst nicht ausweichen. Aber wir haben eher einen höheren speziellen Angriff. Somit, eher Luftschnitt. Wie kommt es, dass Pokémon die Befehle ihres Trainers verstehen können? Ja, das ist auch immer so eine Sache. Du musst nicht N sein, um mit deinem Pokémon reden zu können. Trainer verstehen ihre Pokémon auch gut. Hier kriegen wir einen Mini-Pilz. Zack. So, würde ich sagen, wir schauen noch uns kurz an, wie hier die Route weitergeht. Gott, meine Fresse. Ich hasse diese Viecher. Aber sie geben EP, also... Gut. Zurückgeschreckt, okay, nice. Ich sagte zu nichts. Dieser kleine Scheißpilz, der ist so hinterlistig und OP. Und die Nachentwicklung ist noch nerviger. Ey, das kann ich nicht ab. So. Maragamba können wir noch später trainieren. Das wird in der Arena unser großer Carry-Point sein. Also in der Arena werden wir auf jeden Fall keine Probleme haben, egal wie wir es irgendwie verkacken. Für mich ist ein Kampf eine Möglichkeit, etwas zu lernen. Deswegen wird das ganz gut werden. Die nächste, also die übernächste wird dann halt scheiße. Tampignon? Oh, nein, wieso das denn? Wir probieren es zu zermalmen. Ja. Nein. Okay. So, was haben wir? Laukaps. Ja, als nächstes, ja, das wird fallen vor unserem Angriff. Wird sich nicht lange halten können. So, zum Malklau. Wahrscheinlich werden wir mit Schaufler tatsächlich immer noch besser dran, weil wir halt Step drauf kriegen, aber... Ich will möglichst neutral angreifen. Das war's, okay. Hey, warte bitte, ich muss diese Niederlage erstmal analysieren. Okay, ich sage noch einen Fight gegen diese... gegen die Regenschirmdame. Und dann machen wir weiter. Oder machen wir den Part erstmal vorbei. Ich plansch mit meinem Pokémon herum. Willst du nicht mitspielen? Nein, wirklich nicht. Nein. Das ist auch so schade. Du kriegst ja nicht einen Doppelkampf auf der ganzen Runde. Fällt mir gerade so auf, wie lame das eigentlich ist. Also tatsächlich Doppelkämpfe und hier die Reihe Umkämpfe werden im Spiel sehr, sehr wenig gebraucht. Also deswegen finde ich es gut, dass du wahrscheinlich, glaube ich,
immer mal wieder mit Charles kämpfen kannst. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn du mit die Liga geschafft hast oder so. Quasi jedes Mal ein neuer Try. Aber es ist halt so ultra selten im Game, dass du die anderen Kampfformen hast. Pulverschnee. Es geht. Ja, du kleiner Stricher. Als ob du mich gefreezt hast. Ja. Ja, du mich auch. Wahrscheinlichkeit ist so fucking gering, aber natürlich. Hier, Rodom, du brauchst die EP. Ich will deine Entwicklung. Na, bam. Soll mir das irgendwas anhaben? So. Hagelsturm. Jetzt kriegt es natürlich das Eis. Das ist nicht sehr gut. Dann seht ihr gleich mal die Eisform. Nee. Nicht? Die Windform oder was? Okay. Und Gift Drive. Das sollte es eigentlich gleich sein. Zack. Okay. Sind wir tatsächlich so gut wie mit der Route durch und haben gut ein paar Level gemacht. Ah ja, ich habe verloren. Und im nächsten Part wagen wir uns dann an die Arena, machen hier noch alles zu einem Abschluss bringen, sodass wir dann nach der Arena und nach diesem gescripteten Kack, der dann kommt, die Route hier sehr schnell durchqueren können. Also wir schauen uns dann im nächsten Part hier wahrscheinlich noch so 10 Minuten das hier alles an und dann machen wir weiter. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht nicht.